Dann habe ich volle Flaschen und dann gehen wir mal nach rechts. So, vor allen Dingen nicht nur volle Flaschen. Okay, wir haben keine Heiligträne. Okay, aber so ganz unabhängig vom Anwesen können die ja nicht sein, die drei Schwestern hier, ne? Okay, nach rechts geht's deutlich weiter. Wir gehen erstmal hier diagonal hoch und gehen dann nach links. Weil nach rechts geht's deutlich, deutlich weiter. Erstmal den Anteil direkt vor dem Anwesen sich anschauen. Man merkt, dass ich langsamer rede, wenn ich überlege und mich umschaue. Werden Sätze plötzlich sehr lang. Hier ist noch ein Turm. Ist auch fest verschlossen. Ist auch fest verschlossen. Das Ottermann wird Slothman. Ja, wir waren noch mal bei Zoomania Flash. Der schnellste Sachbearbeiter in der Kfz-Stelle. Soll es sich auch einen zweiten Teil von Zoomania geben? Ich meine, ich habe da mal was gehört. Ja, das Faultier. Korrekt. Den der Fuchs Flash nennt. Der heißt, glaube ich, auch Flash. Frostnebel. Aber auch komplett. Okay, jetzt. Jetzt bin ich verwundert und neugierig zugleich. Hier ist wieder eine Ruine, aber die wird mir nicht angezeigt. Also die hat zumindest kein Icon. Ist doch schon zu spät, Akutenshi. Ich weiß doch jetzt, dass da irgendwas passiert. Könnten wir die Waffen nicht auch einmal aufbessern? Wäre eine gute Investition für unsere Punkte. Das weiß ich. Und wir sind hier noch genau. Hier fehlen jetzt 6. Und jetzt haben wir wieder, dass wir 12 brauchen. Was? Ich hab da die. Okay. Der redet nicht anders mit uns, obwohl wir die Acke, das Anwesen jetzt fertig haben. Naja. Okay. Warum nicht? Das ist der Wolfmann. Ich meinte einen, der auf einem Stuhl sitzt. Es kann natürlich auch sein, dass das kein NPC ist, sondern einfach ein Gegner, den man mal irgendwann sieht. Der weiß, dass der Drache noch da ist. Ja, Moment. Der Drache ist die Falle.
Nicht dieser komische Nebel oder castet der Drache das? Okay, das wird es natürlich erklären. Hi, mein Name ist Steve. Der ist eine plus 12 gemacht. Ja, Akutenshi, du weißt doch. Ich mach das nicht logisch, ne? Weißt doch, dass ich das alles nicht logisch mache. Okay, hier sind verdammt viele Schriftzeichen und das sieht wieder aus wie eine Treppe. Lebt der noch oder was ist mit dem los? Hä? Okay, irgendwer von euch lebt doch noch, oder? Du, da ist eine Lampe an. Bei dir? Bei dir? Die Luvis Puppen. Was, Puppe? Nicht berühren? Hi, Diddlio. Hä? Was? Hallo? Da gibt es auch noch einen Hinweis vom Händler dazu. Habe ich heute auch gekauft. Das ist doch... Ist das unser Typ, der da langsam zum Baum wird? Ist das der? Hm. Kann ich machen. Geht nicht. Okay, Ranis Turm ist offen. Rani Bobani. Komm schon, spring doch da auf. Junge, 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 Junge. Hier ist verdammt viel Blut. Es ist immer erstaunlich, wenn irgendwie ganz viele Blutflecken an einer Stelle sind, aber kein Gegner. Das heißt meistens wahrscheinlich, man muss nachts wiederkommen.
Guten Tag. Achtung, Mist. Wieso ist hier Nachttopf? Kein Nachttopf. Keiner hingemacht. Oder sind Lemminge und springen von der Klippe? Das ist natürlich auch im Rahmen des Möglichen. Ist das eine liebenswerte Person? Was? Liebe? Es hat drei Schwestern. Ist jetzt hier die erste drin? Und dann keine Ahnung was? Vision hier von schöner Ausblick, aber kein schöner Ausblick für. Er ist ein bisschen nebelig dafür. Ein bisschen sehr. Hallo. Hebel. Ach, wirklich? Komisch. Hebel. Das ist wiederum hübsch. So mit dem Anwesen und dem leichten Nebel. Das ist schon wieder hübsch gemacht. Nichts weiter. Guten Tag. My friend. Oh, again we cross paths. I believe I said my name was Renna when last we met. It pleaseth me to see Torrent hale and hearty, but tarnished. What business has that? Das ist gut, dass sie vier Hände hat. Kann also nachdenklich und entspannt wirken gleichzeitig. Ihr seid Rani und steckt hinter der Nacht der schwarzen Messer. Ach, die ist das. I see. Quite the sleuth, aren't we? Indeed, I am the witch, Rani. I stole a fragment of the Rune of Death and used it to forge the godslaying Black Knives through fearsome rite. I did it all. But sadly for thee, the curse mark thou seekest is not to be found here. I have slain the body I was born into and cast it away. And it is upon that flesh the curse mark is carved. Wo ist der? And why should I reveal that to thee? I performed the act not to bury the past, nor in shame of the deed. But all the same, thy begging compels me not a jot. The curse mark thou seekest is not here. That is all I will say. Now, be gone. The curse mark thou seekest now. Dafür, dass sie so nett zu uns war. Das war jetzt aber ein kurzes Intermezzo. Ich habe beim Runterfahren des Aufzugs noch gedacht. Ist das vielleicht der erste Aufzug, wo was drunter ist? Ist das nur ein Shortcut? Oder nicht? Ist das nur ein Shortcut? Aber tatsächlich ist es der erste Aufzug, wo wirklich überhaupt irgendwas drunter ist. Einfach mal ehrlich. Alle davor hatten keinen Nutzen. Okay. Das heißt, wir haben jetzt drei Türme, die wir nicht betreten können.
Ja. Genau. Das, ja. Man merkt schon. Auch wenn ich nicht 12 Stunden streame, ich fange jetzt schon an, manchmal Unsinn zu labern. So, das sind diese komischen Viecher. Okay, so. Wir müssen einfach mal vorbeireiten. Schauen wir mal. Kill it! Das sieht einfach, ich weiß nicht, wenn man eine Schildkröte tötet, das sieht aus, wie mit, als ob der mit dem Schwert einfach mal so drauf klopft, so pik, einfach mal drauf klopft auf den Panzer. Und dann der Controller. Und dann stirbt die einfach. Dann explodiert die von innen so. Wie ein Frühstücksei. Okay, also ihren Körper müssen wir jetzt quasi ohne Hinweis finden. Immer diese Flammentüppels. Kein weiterer Geheimgang in die Burg. Da unten geht irgendwas mit einem Zweihänder. Sonnenaufgang. Und das ist der Dungeon von eben. Ich bin eine Vision von Tod, ja. Ich bin so gespannt, wenn ich das Spiel durchgespielt habe und dann in den 33 Minuten oder wie kurz er dann auch immer sein wird, Speedrun sehe. Ich will mir gar nicht vorstellen, was man hier mit der Sprungmechanik und sowas, was man da alles skippen kann. Was ist mit dir los? Kappe der jungen Gelehrten. Robe der jungen Gelehrten. Larventräne. Ah. Und warum zeigt ihr denn die Richtung? Ach, das war ein Gemälde. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Das sind ja meine liebsten Rätsel. Finde die Stelle im Spiel, wo das ist. Grüße euch, Akatosh. Ich weiß nicht. Ich glaube, das könnte Akutenshi mal beantworten. Ob wir gut vorankommen? Also ich, meiner Meinung nach, ja.
Schon. Ja, gut auf. Ja, ich überhole dich gleich wieder und dann werde ich wieder die nächsten Streams angemeckert, dass ich weiter bin als ihr. Ne? Eine Mütze? Schick, ne? Das ist die Gaston-Mütze. Damit sind wir gleich 10% stärker. Da fehlen noch ein... Welche denn? Also hier kommen... Also hier fehlen jetzt noch Bosse danach. Was sind drei Teufelsnamen? Macht denn jetzt diese komische Musik? Apropos Musik, da oben sitzt was. Ich sehe da auf jeden Fall einen Boss. Hier drinnen. Der Königsgräber. Okay. Das wäre die 2 von 3 auf der Ebene. Für mich kannst du noch die Glockentürme angehen, zumindest 2 von 3. Hier die Glockentürme. Da war ich noch. Ach. Stimmt. Ich habe doch jetzt Schlüssel. Oh, da hast du was gesagt. Stimmt. Ich habe doch Schlüssel gekauft wie so ein Ochse. Ich habe doch Schlüssel. Ich habe nur einen magischen, ja. Offensichtlich. Ich habe gehofft, ich brauche da nicht die magischen für. Habe ich einen liegen gelassen? Ja, wahrscheinlich. Kacke. In der Akademie oder wo? Ne, an den Glockentürmen selber habe ich ja schon einen geholt und auch einen schon gemacht. Also, einen Glockenturm habe ich ja schon. Alter! Wie? Das sieht aus wie der Eingang in den einsamen Berg. Also natürlich nicht genauso, das weiß ich, aber trotzdem... Dann passt es, okay. Minas Tirith, ja? Vielleicht ein bisschen. Spiel, also wirklich. Hier müsste doch mal ein Gnadenpunkt irgendwo sein. An manchen Stellen sind die unheimlich verschwenderisch. Und an manchen gibt es keinen einzigen. Ja, ich weiß, dass hier Fehler sind. Das ist mir klar. Bin mal gespannt. So einer ist das.
Aua. Der Onyx-Fürst ist weg. Yeah, boy. Yeah, boy. Yeah, boy. Ach, der Typ. Der Typ in dem Clip ist immer noch verrückt. Kann sein, dass ein kleiner Cooldown läuft. Möchte ich nur mal so anmerken. Zweimal den Boy schon enttäuschend. Das ist halt Zufall, ne? Das ist nicht geplant. Ein brauner Wolf. Aua. Einmal den brünetten Wolf töten. Kommt er dir bekannt vor? Ja, ist der gleiche wie in der Akademie. Ist der gleiche wie in der Akademie, glaube ich. Nur ohne Klinge am Arm, ne? Ja. Schwert. Ne, der hatte die Klinge am Arm. Im Maul? Kann auch sein, dass er das im Maul hatte. Das ist durchaus möglich. Durchaus möglich. Klingelarme, genau, der Löwe im Schloss. Auch krank. Klinge am Arm. Vollkommen verrückt. Hauptsache, jetzt finde ich den Gnadenpunkt quasi im Vorbeirennen. Träumchen. Da ist ja mal ein Träumchen. Ja, ich war noch so lange gestunt, dass ich mich nicht bewegen konnte. Movement ausgeschlossen.
Wow. Gut. Lumpen Fleisch. Goldene Rune. Okay, das ist auf jeden Fall der Eingang in die Hauptstadt. Da geht's auf jeden Fall. Also, da geht's rüber? Kein Dungeon. Eigentlich wäre hier wieder mal Zeit für einen Dungeon. Langsam. Das heißt, entweder habe ich sie alle übersehen oder hier ist einer. Irgendwo eine versteckte Mauer oder sowas. Ich lauf vom Anwesen. Hier ist auch ein Übergang. Danke. Das hat einiges an Zeit jetzt gespart. Was ist denn dieses? Wow. Ja, der Weg da rein ist doch hier lang. Also eigentlich musst du einfach hier und dann hochgehen. Moment. Ich geh noch mal zur Tafel fest. Ich will einfach noch mal mit den Leuten reden.
Golden Order. Was Neues zu erzählen? Also ich habe was Neues für dich auf jeden Fall. Always good to see you safe. So, what? I see. When Rani shed her flesh, she shed the curse mark too. You know, not everyone would trust such a tale. But if she in her current form is nothing more than the living doll you profess, then perhaps it's true after all. Forgive the bluntness of the notion, but how would you like to become one of Rani's vassals? Ah, only in order to get what we want, of course. The location of the body which bore the curse mark, which right now I haven't the faintest. And the best way to find out is for Glück you to hallo, Manu. And take a poke around on the sly. I know you've got what it takes. Not only are you a superb fighter, but people want to trust you. I've seen it. Das Schlimme ist halt, es sieht ein bisschen aus, ob der stinken würde. Durch das Zeug, was da so hochkripselt. Can you become Rani's vassal to advance? While in her service, you'll be able to take a poke around and determine the location of her original body that bears the curse mark. I realize that I'm asking you to put yourself in grave danger, but I know you've got what it takes. Quite possible. Okay. Dann machen wir. Wie geht's dir, Manu? Du warst jetzt schon eine Weile nicht mehr da. Alles gut bei dir? Die breite Krempe des Hutes. So, hast du was zu erzählen? Nope. Ich habe einen großen Schmied kennengelernt, mein Freund. Der hat aber nichts zu Kamellen. Die hat sowieso nie was zu Kamellen. So, das heißt, wir können nochmal zu der Dame gehen. Und uns ihr anschließen. Was auch immer das bedeutet. Noch in der Prüfungsvorbereitung? Ah. Läuft die denn bis jetzt gut? Ich wollte gerade sagen, wäre zum Glück nicht gestorben, wenn ich da reingesprungen wäre, aber es wäre nervig gewesen. Yep. Oh, das geht auch. Wir brauchen mal ein bisschen mehr Auswahl an Rüstung. Aber ich habe noch keinen gefunden, wo ich die Rüstung gut fand jetzt. The curse mark, those now. Oh, is that so? Thou wouldst rend me aid. Is that thy proposal? Affording thyself opportunity to grope about for the curse mark's location, no doubt. Yeah. Very well. There's nothing wrong with a well-laid scheme. What's more, if my past and past wounds beckon to thee, I am curious enough to see what thy destiny portends. I'll allow it. Enter my service, and good hunting to thee. Good. There is, in my service, a half-woven warrior by the name of Blythe. I would have thee join him in searching for the hidden treasure of Nokron, the Eternal City. I have called for Blythe to greet thee below. Take from him the particulars. Ah, and there wilt thou find Eiji, my war counselor, and Salavis, preceptor in the sorcerous arts also. Heed not their peculiarities. Feel secure in gaining from them. What advantage thou canst. I am sure the others will be doing just the same. Geht ja richtig. Speak with the three. Thou needst not indulge them unduly. But it hath been a passing long time since a newcomer entered my service after all. Aber die Blade Questel habe ich schon gestartet. Also den ersten Boss habe ich besiegt mit ihm. Oh.
So gut, dass ich aber noch ein bisschen schwitze. Also den ersten, wo der vom Turm runterspringt. Das haben wir. I see. You must be Rani's new hireling. Yes, I've heard all about you. I am Celavis, preceptor in the sorcerous arts. I don't know what it is the mistress sees in a provincial tarnished like you. But since we have the misfortune of serving the same lady, I ask that you kindly try not to drag us all down with you. Ah, yeah. I reside in another tower close by. Come and pay me a visit. Should you wish to be of actual service to Mistress Rani? If it were up to me, I wouldn't waste my time on the likes of you. But who am I to stand against the wishes of my lady? Das ist der Typ, der in dem Keller auftaucht, ne? Der Controller wieder. Komm schon. Geht doch. Das ist Blythe. Long time, friend. Blythe. Of Mistress Rani. Well, getting right to business. I'm still in Limgrave. The eternal city of Nokron lies somewhere at the bottom of this land. I'm planning to go below through the well in the Mistwood. See if I can't find the road to Nokron from there. I'm going below through the well in the Mistwood. See if I can't find the road to Nokron. Don't keep me waiting, eh? Don't keep me waiting, eh? Ich liebe diesen irischen Akzent oder was das ist. Das ist ja der Schmied. Den kennen wir ja schon. Oh, so you were the one. Lady Rani has explained everything. Again, I am Iji, the Karian royal family's dedicated blacksmith and Lady Rani's war counselor. I'm told that you are searching for Nokron with Blythe. I will give you whatever guidance I can and pray for your success. My apologies for the misleading words of warning. I never imagined that an audience, let alone service to Lady Rani, was in your fate. I, for one, should have seen it, but I did not. Do forgive me. My fellow, let us give all that we can of ourselves, together, for Lady Rani. Let us give all together. Okay, so, das haben wir. Da bin ich jetzt weiter als du. Okay. Was ich mich jetzt gefragt habe, ist, okay, das ist die Drachenblutsoldat Noxtella. Einzel. Also, er hat ja gesagt, dass er am Brunnen im Nebelwald wartet. Das ist hier. Hä? Wieso ist denn jetzt hier... Mal mit Rani sprechen, das kann sein. Durchaus möglich. Ich kann auch nichts angreifen. Hui. Ist auch kein... Sie hat ja gesagt drei. Wir haben ja mit drei gesprochen. Ah,
shall soon enter my slumber, and it will be some time before I wake. This doll's body is not without its hindrances. Still, I have high hopes for thee. I look forward to the good news when I arise. I shall soon, and it will be. I have high. Mal gucken, ob es jetzt. Jetzt kann ich auch wieder angreifen. Ja, sie sind weg. Schauen wir mal, was der unhöfliche Mann von uns möchte. Well, well, you took me at my word. Did you not realize I was merely being polite? Oh. You provincials never cease to amaze. I suppose you're here now. Perhaps I'll give you something to do. I'd like you to find a woman called Nefeli to administer a potion. Even you can do that much, can't you? Ja, ich weiß noch, wo die ist. Good, good. Now I shall hand over the potion in question. Mach ich. Louis Trank. Find Nefeli and ensure I expect Claire. Jetzt macht auch der Keller Sinn. Ich gehe einfach mal hoch, ne? Ich hoffe, das stört den nicht. Oh, hier ist ein Speicherstein. Wäre der Weg nicht immer so weit. Das ist so eine Mischung irgendwie aus Esel und ich habe keine Ahnung was. Wieder unsere Runen zurück. Frage ist, wo sind die? Ernsthaft, wo sind die?
Das Relikt eines Assassinen, der sich als treuer Schatten von Rani der Hexe ausgab. Also, zu sagen, dass das nicht cool wäre, wäre gelogen. Gut, stinkt bestimmt ein bisschen da drin, wenn es ein echter Wolfskopf ist, aber naja. Das Problem, jetzt muss ich den Eingang wieder finden. Sieht schon gut verbraucht aus. Ja, ein bisschen. So, aber wir müssen ja unseren Almighty... Almighty Beard rocken. Der Nebel ist irgendwie dichter geworden, habe ich das Gefühl. War das in der Ruine? Antwort ist ja. Louis Puppe nicht berühren. War das doch nicht hier? Erst Schmied, dann Blade, was? Ja, nein, das ist schon richtig, aber die Mission von ihm ist ja unabhängig davon. Das wäre ja traurig, wenn ich jetzt den Trank nicht hätte. Doch da. Bin in Nefeli. In Nefeli. Nefeli hatte ich. Das war ja nicht Nefeli da drin. Auch hier. Südinsel in einem Dungeon. Feli. Ah, der Pilgerkirche an einem Gewässer. Kann aber die Erdschuldhöhle sein. Hier. Oder ist hier noch ein Dungeon, den ich vergessen habe? Hexenfluchruine. Zauberer. Gut, weil Hexenfluch macht vom Namen Sinn.
Ach komm schon, so hoch ist das doch gar nicht. Boy. So hoch ist das doch gar nicht. Und explodier, Schildkröte. Das Schöne ist, man merkt, dass wir... Also, dass man jetzt stärker ist. War hier auf jeden Fall schon mal drinne, das weiß ich noch. Aber ist das jetzt die, die an der Wand hing? Ja. Nee, das ist nicht Nefeli. Das ist nicht Nefeli. Ich sehe nicht den Nefeli. Wir müssen ja eh zum Schmied und dann muss ich in das erste Dungeon nochmal nach unten, also die erste Unterwelt. Auch komisch. Well, my first war counselor. Über Nokron. I take it you've heard of the eternal city of Noxtella. Well, it has a twin, known as Nokron. The other eternal city. After years of expeditions, we've determined the location of Nokron by going underground through the well in the Mistwood of Limgrave. You can see Nokron up above. Only we've failed to find a path leading to the city. Blythe's made a good go of it, but I'm afraid this has him quite stumped. To be honest, I'm not sure where to go from here. Okay, über Blythe. Blythe is Lady Rani's stepbrother. Rani's mother, okay. Queen Renala, approved of him. And they played like siblings from childhood. They were always happy to have me tag along as well. When Lady Rani renounced her flesh and chose the dark path of the Empyrean, Blythe and I swore allegiance as vassals. But none of us will ever forget our earliest days together. Promise to look after Blythe for me, will you? The man is honest to a fault. But fortunately, now he has you. I take it you've heard of the Eternal. Well, after you, I going and only. Okay, aber.